Sie hören 4 Ansagen. Zu jeder Ansage gibt es eine Aufgabe. Welche Lösung, A, B oder C, passt am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 1 bis 4 auf dem Antwortbogen. Hallo Gregor, hier ist Vanessa. Du, morgen streikt doch die Bahn und ich kann nicht ins Büro kommen. Herr Löwe ist einverstanden, dass ich den Tag von zu Hause aus arbeite. Ich bereite dann alles für den Monatsabschluss vor. Könntest du dich mit der Firma Lindenberg in Verbindung setzen? Da fehlen noch ein paar Rechnungen vom Mai. Die sollen sie bitte so schnell wie möglich schicken. Ich überprüfe die Rechnungen dann übermorgen, wenn die Bahn dann hoffentlich wieder fährt. Danke. Nummer 1. Hallo Martha, hier ist Petra. Du, weil du heute doch erst um 13 Uhr ins Büro kommst, wäre es prima, wenn du auf dem Weg gleich die Kataloge aus der Druckerei Brenner abholen könntest. Ich habe um 11 einen Termin beim Chef und kann hier nicht weg. Du kommst doch mit dem Auto, oder? Es sind insgesamt 1500 Stück, also 10 Kartons. Die Druckerei ist in der Bertramstraße 12, gleich neben der Post. Wenn es nicht geht, dann ruf mich bitte zurück, damit ich das anders organisieren kann. Danke. Nummer 2. Hallo Emilia, hier ist Beate. Du, heute ist doch Stefans letzter Tag. Vielleicht hast du es gar nicht mitbekommen. Er wechselt zur Zentrale nach Stuttgart. Dort hat man ihm eine Stelle im Vertrieb angeboten. Ich denke, wir sollten ihm ein kleines Abschiedsgeschenk machen. Vielleicht kannst du eine Karte besorgen und alle Kollegen darauf unterschreiben lassen. Ich bringe eine Flasche Wein von zu Hause mit. Aber ich komme erst um 10 ins Geschäft. Die Abschlussfeier können wir ja dann gegen Mittag machen. Bis später. Nummer 3. Guten Abend, Carlos. Hier ist Jan. Gerade hat mich der Chef nochmal angerufen und gesagt, dass die Teambesprechung morgen früh schon um 9 statt wie üblich um 10:30 stattfindet. Er hat wohl danach einen Termin außer Haus bei einem Kunden. Mir ist eingefallen, dass du morgen ja später in die Werkstatt kommen wolltest. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Wenn du es schaffst, dann komm doch bitte um 9. Die Teambesprechung ist wichtig. Vor allem für die neuen Mitarbeiter. Du kannst ja dann schon um 4 gehen. Bis morgen. Tschüss. Nummer 4. Hallo Yusuf, hier ist Kurt. Sag mal, ich mache gerade das Auto für Herrn Breitmeier fertig. Du weißt schon, der Kunde, der die speziellen Premium-Reifen wollte, die wir nicht im Lager hatten. Ich weiß, dass du sie bestellt hast, aber ich kann sie nirgends finden. Wo liegen sie denn? Oder sind sie etwa noch nicht gekommen?
Herr Breitmeier holt um 4 Uhr das Auto ab. Bitte ruf mich zurück, ja? Es ist dringend. Sie hören 5 Ansagen aus dem Radio. Zu jeder Ansage gibt es eine Aufgabe. Welche Lösung, A, B oder C, passt am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 5 bis 9 auf dem Antwortbogen. Nummer 5. Gewinnen Sie mit uns und füllen Sie Ihre Haushaltskasse. Wir helfen Ihnen, dass Ihr Kühlschrank auch bei den hohen Preisen voll wird. Sie können Einkaufsgutscheine bis zu 500 Euro gewinnen. Und so geht's. Immer wenn Sie den Signalton hören, rufen Sie die 0180 22 33 44 an. Sie hören den Ton einmal oder öfter. Pro Signalton gibt es einen Gutschein über 100 Euro. Mit ein bisschen Glück gewinnen Sie noch heute 500 Euro. Nummer 6. Und jetzt ein Reiseruf. Herr Meininger, unterwegs auf der A1 Richtung Berlin in einem weißen Opel mit dem Kennzeichen BKA4553, soll sich bitte sofort mit seiner Mutter in Essen in Verbindung setzen. Ich wiederhole, Herr Meininger, auf der Fahrt nach Berlin, bitte rufen Sie umgehend Ihre Mutter in Essen an. Nummer 7. Und hier wieder Radio 333 FFM mit dem weiteren Programm. Um 13 Uhr die neuesten Nachrichten aus aller Welt, das Wetter und Aktuelles aus der Region. Im Anschluss dann die schönsten Hits der 90er Jahre mit Moni und Frank und ab 15 Uhr unser aktuelles Magazin mit interessanten Tipps für alle Mieter. Da antworten wir auf alle Ihre Fragen rund um das Thema Wohnen. Rufen Sie uns an. Unter 0210-777. Nummer 8. 13 Uhr. Das aktuelle Wetter. Heute noch trocken und freundlich, aber bereits in der Nacht von Westen her Gewitter und Temperaturrückgang auf kühle 11 Grad. Morgen Donnerstag, dann verbreitet Regen mit Temperaturen unter 20 Grad. In der Nacht zum Freitag wird es wieder sternenklar und das Wochenende bringt uns dann wieder viel Sonne und sommerliche Temperaturen bis zu 30 Grad. Nummer 9. Und jetzt die aktuelle Verkehrsübersicht in der Region. Vorsicht auf der A5 Richtung Frankfurt. Wegen starkem Verkehrsaufkommen am Darmstädter Kreuz stocken der Verkehr mit zeitweiligem Stillstand über 10 Kilometer. In Gegenrichtung wegen einer Baustelle 5 Kilometer Stau vor der Ausfahrt Lorsch. Und auf der A3 Richtung Kassel nach einem Unfall stocken der Verkehr vor der Ausfahrt Kassel Stadtmitte. Sie hören 4 Gespräche. Zu jedem Gespräch gibt es 2 Aufgaben. Entscheiden Sie bei jedem Gespräch, ob die Aussage dazu richtig oder falsch ist und welche Antwort A, B oder C
am besten passt. Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 10 bis 17 auf dem Antwortbogen. Beispiel. Siebering GmbH, Gregor Lassi hier. Ich rufe wegen der Schweißmaschine an, die letzte Woche geliefert werden sollte. Könnten Sie mir bitte die Auftragsnummer geben? Die Nummer weiß ich nicht. Der Auftrag liegt im Sekretariat. Es geht um die 800A Multiprozess-Schweißmaschine für die Firma Siebering in Lampertheim. Tut mir leid, ohne die Auftragsnummer kann ich den Auftrag im System nicht finden. Können Sie mir das Datum sagen? Die Maschine sollte letzten Donnerstag geliefert werden. Das war der 15. März. Nein, ich meine das Auftragsdatum. Hören Sie, ich habe Ihnen doch schon gesagt, ich habe den Auftrag nicht vor mir liegen. Ich bin hier unten in der Produktion und warte auf die Maschine. Wir können sonst nicht weiterarbeiten. Sie werden uns doch wohl unter unserem Firmennamen im System finden. Einen Moment bitte. Ich verbinde Sie mit Frau Leitmann. Vielleicht kann sie Ihnen helfen. Nummer 10 und 11. Guten Morgen, Anna. Du, es tut mir leid, aber ich kann heute nicht in den Laden kommen. Meine Kleine ist krank. Ich muss mit ihr zum Arzt. Du weißt ja, das kann dauern. Oh je, der Zeitpunkt ist denkbar ungünstig. Mariana ist im Urlaub und Tarek kommt erst am Nachmittag. Ich habe also keine zweite Person für die Kasse. Vielleicht kann ich Tarek anrufen und ihn bitten, so früh wie möglich zu kommen. Ich komme dann eventuell am späten Nachmittag noch rein, wenn mein Mann zu Hause ist. Das würde mir wirklich helfen. Ruf mich bitte an, wenn du mit Tarek gesprochen hast. Vormittags ist ja nicht so viel los, aber ab 4 ist hier bestimmt wahnsinnig viel zu tun. Naja, heute ist Montag. Da wird es schon nicht so schlimm sein. Ich schaue, was ich tun kann. Bis dann. Nummer 12 und 13. Frau Bednarek, wir müssten bitte kurz über meine Reiseplanung nächste Woche sprechen. Da hat sich wieder mal alles verschoben. Ui, jetzt sagen Sie nicht, die Italiener haben die Verkaufskonferenz abgesagt. Nein, das nicht. Aber wir treffen uns jetzt schon Dienstagnachmittag, statt wie geplant am Mittwoch. Weil Luigi aus dem Online-Marketing am Donnerstag früh in Hamburg sein muss und deshalb am Mittwoch schon am Nachmittag weg muss. Also muss ich Ihren Flug von Dienstagabend auf Dienstagmorgen umbuchen? Naja, mir wäre Montag spät abends lieber. Schauen Sie, dass Sie ein Hotel nicht weit vom Flughafen finden. Dann fahre ich am Morgen in aller Ruhe in die Stadt rein. Alles klar. Ich schaue, wann die Flüge gehen und gebe Ihnen Bescheid. Nummer 14 und 15. Hi Stanisław, ich bin froh, dass ich dich erreiche. Ich bin beim Kunden Liebermann und möchte die Waschmaschine reparieren. Mir fehlt aber der 12er Schraubenschlüssel. Das kann nicht sein. Der liegt im Werkzeugkasten. Glaub mir, da ist er nicht. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Das müssen wir morgen unbedingt gleich zu Beginn der Frühschicht um 8 ansprechen. Mach dir bitte eine Notiz. Okay, mache ich. Und jetzt? Ohne den Schlüssel kann ich nichts machen.
Schick bitte Ben den Azubi vorbei. Der soll dann auch auf dem Rückweg gleich den Firmenwagen volltanken. Ben hat heute Berufsschule. Aber ich komme selbst vorbei. Hab sowieso gerade Mittagspause. Liebermann ist ja nicht weit. Bin in 10 Minuten da. Okay, beeil dich. Bis dann. Nummer 16 und 17. So, Frau Ahmadi, ich möchte mit jedem Mitarbeiter über die individuellen Leistungen sprechen und möchte von Ihnen hören, welche Ziele Sie sich für das nächste Jahr setzen. Ja, ich habe mir dazu einige Gedanken gemacht. Ist es in Ordnung, wenn ich meine Notizen benutze? Selbstverständlich. Schön, dass Sie sich vorbereitet haben. Also, Sie arbeiten in der Auftragsabteilung im Bereich Firmenkunden. Wie viele Großkunden betreuen Sie momentan? 3. Als erstes die Firma Deichler. Aber die haben in letzter Zeit nicht mehr viele Aufträge geschickt. Und dann Winzer und Söhne. Das läuft gut. Und die Schrader GmbH. Die sind ein bisschen schwierig, aber es geht schon. Und ab nächsten Monat übernehme ich 2 Kunden von Frau Schreiber, die ja im Mutterschaftsurlaub geht. Richtig. Kommen Sie denn mit der Mehrarbeit zurecht? Sie hören Aussagen zu einem Thema. Welcher der Sätze A bis F passt zu den Aussagen 18 bis 20? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 18 bis 20 auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Sätze A bis F. Dazu haben Sie 1 Minute Zeit. Danach hören Sie die Aussagen. Beispiel. Meine Firma hat vor kurzem das sogenannte anonyme Bewerbungsverfahren eingeführt. Das heißt, wenn man sich bei uns um einen Arbeitsplatz bewirbt, schickt man seine Bewerbung ohne Namen, Nationalität oder Foto. Auch das Alter und der Familienstand werden nicht erwähnt. Ich finde das super. Denn so werden die Bewerber zunächst wirklich nur nach ihren Qualifikationen ausgewählt. Und nicht gleich aussortiert, weil sie zu alt sind, kleine Kinder haben oder aus einem anderen Land kommen. Oft landen doch Bewerbungen gleich im Papierkorb, nur weil dem Chef das Foto nicht gefällt. Das ist nicht fair. Bei uns wird wirklich nur darauf geschaut, ob ein Kandidat für die Arbeit geeignet ist.
Nummer 18. Bei uns in der Firma gibt es eine Frauenquote, so wie es die Politik für große Firmen fordert. Aber das funktioniert nicht besonders gut. Am Anfang hörte sich das toll an, dass 30% der Stellen in Führungspositionen mit Frauen besetzt werden sollten. Aber dann hat sich herausgestellt, dass viele Frauen gar keinen Job im Management wollen. Oft sind ihnen die Arbeitszeiten zu lang oder sie wollen nicht dem Stress ausgesetzt sein, den man als Chef nun einmal hat. Unsere Firma hat nicht genügend Bewerbungen von Frauen, mit der Folge, dass die Stellen lange unbesetzt bleiben. Also wichtig ist doch nur, dass die Positionen kompetent besetzt sind, egal ob Frau oder Mann. Nummer 19. Bei uns in der Supermarktkette hat die Konzernleitung vor kurzem ein neues Programm für Behinderte ins Leben gerufen. Alle Filialleiter sollten sich überlegen, welche Arbeiten in ihrem Supermarkt von Behinderten ausgeführt werden könnten. Mein Chef schlug vor, die Kassen so zu gestalten, dass auch Menschen im Rollstuhl dort arbeiten können. Und in einer anderen Filiale räumen bereits zwei blinde Mitarbeiter die Regale ein. Wir haben keine Quote eingeführt, sondern ganz individuell geschaut, was für den einzelnen Supermarkt möglich ist und gut funktioniert. Das ist für mich echte Chancengleichheit und nicht nur politisches Gerede. Es wäre schön, wenn andere Firmen unserem Beispiel folgen würden. Nummer 20. Also, ich arbeite in einem kleinen Handwerksbetrieb. Da kannst du Chancengleichheit vergessen. Ich weiß, dass die großen Firmen Quoten für Frauen oder Behinderte haben, aber bei uns gibt es so etwas nicht. Letztens wollte eine Frau bei uns halbtags arbeiten, weil sie zwei Kinder hat. Aber das hätte bedeutet, dass wir zwei Halbtagskräfte anstellen müssen. Und dafür ist das Büro zu klein. Wir hätten auch keinen Platz für eine Behindertentoilette. Wir haben nicht einmal eine Rampe für Rollstuhlfahrer. Und ausländische Mitarbeiter siehst du bei uns auch nicht. Wahrscheinlich deshalb, weil sich niemand die Zeit nimmt, deren Bewerbungsunterlagen zu beurteilen. Eigentlich ist das echt peinlich. Ich würde mir wünschen, dass die Politik auch kleine Firmen zwingt, mehr für die Chancengleichheit zu tun. Thank you.